In gerade mal 18 Handelstagen hat der Dow Jones satte 15% zugelegt. Auch der Eurostoxx hat sich nicht lumpen lassen und hat auch 15% Kursgewinne verbuchen können in einem vergleichbaren Zeitraum. Zugegeben, der Nasdaq, die spekulativeren Indizes, die sind nicht so gut gelaufen. Die haben aber auch das Problem, dass Big Tech diesmal eher enttäuschte. Jetzt muss man sagen, diese Rallye kommt zustande, während auf der einen Seite die Inflation in Europa weiterhin wegläuft, gleichzeitig die EZB die Zinsen höher schraubt und Europa kurz vor einer Rezession steht. Dazu haben wir das Problem mit dem sogenannten Spread zwischen Deutschland und Italien, was zu einem möglichen Kreditausfall und Insolvenz Italien führen kann. On top redet jetzt die EZB darüber, auch ein Quantitative Tightening durchzuführen. All das ist eigentlich nicht positiv für Risiko-Asset-Klassen, allen voran Aktien. Trotzdem, die Aktien so, ist mir viel egaler, steigen immer weiter. In Amerika ist es vergleichbar. Da haben wir vom Fed-Chef zuletzt gehört, dass die Inflation viel höher ist, als sie es erwartet hätten und deswegen die terminale Zinsrate noch höher sein wird, als im September angekündigt, was ja schon wieder nach oben korrigiert war, im Vergleich zu dem, was im Juni angekündigt war und im Vergleich zu dem, was im März angekündigt war. Und Herr Paul sagt, dass sie noch längst nicht mit der Arbeit am Ende seien. Trotzdem steigen Aktien. Jetzt frage ich mich, sag mal, Investoren, checkt ihr es nicht? Oder checken einige etwas, was wiederum die anderen nicht checken? Denn zu allem Übel kommt auch noch Goldman Sachs raus und gibt eine satte Gewinnwarnung für das gesamte Jahr 2023 für den gesamten S&P 500. Aktien steigen trotzdem. Wie passt das eigentlich zusammen? Um diese Frage zu beantworten, ist es leider wichtig, dass wir uns noch einmal mit KGV und erwarteten Gewinnen und den anderen Bewertungsmodellen für Aktien beschäftigen, damit wir eine Vorstellung haben, warum diese Rallye zustande kommt und wie nachhaltig diese Bewegung sein kann. Ich will euch Folgendes zeigen, nämlich laut Yardeni, kennt ihr wahrscheinlich, das ist eine Research-Seite von Dr. Yardeni durchgeführt und die zeigen zum Beispiel ihre Gewinnerwartungen für das Jahr 2023, vergleichen das aber auch mit dem, was der Markt, was die Analysten im Durchschnitt erwarten. Und bevor ich da in die Materie eintauche und euch zeige, was Analysten an Gewinn erwarten, muss ich euch was anderes sagen, denn denkt daran, einen Kommentar schreiben, bis Ende des Monats am Gewinnspiel teilnehmen. Alle Kommentare nehmen am Gewinnspiel teil, können 1.000 Euro gewinnen. Hintergrund, ganz kurz, vor unseren Videos läuft Werbung. Können wir nicht abschalten, kriegen auch kein Geld dafür. Zeit gibt sich zurück, aber Geld gibt es zurück. Und dann noch eine Sache, ihr seid die Allercoolsten. Wenn ich mein YouTube-Studio aufmache, wenn ich mir so angucke, wie so die Klickzahlen sind, dann steht immer, Däumchen waren Träumchen und deswegen hast du insgesamt mehr Klicks. Also YouTube schreibt mir, die Zuschauer interagieren mehr mit diesem Video. Das heißt, ihr gebt mir mehr Daumen und deswegen habe die Ehre. Bitte gebt mir weiterhin die Daumen. Das hilft uns ungemein. Vielen Dank. Lass uns einmal gucken, die Gewinne der S&P 500 Unternehmen so die letzten Jahre. So 2010 waren wir noch bei 85 Dollar pro Aktie für den S&P 500. Dann ungefähr 8 Jahre später haben wir es verdoppelt auf 160, dann 160, 2020, mit der Pandemie sind die Gewinne zurückgegangen auf 139 und jetzt guckt euch das mal an, was das für ein Sprung ist, 208 und 215 für das Jahr 21 und für das Jahr 22. Wenn man sich einmal nochmal anschaut, allein von der 160 hoch auf der 210 und 215, viele Gewinne sind durch Corona enzymatisch nach oben gegangen, weil die Digitalisierung sehr schnell vorangetrieben worden ist. Nicht vergessen. Gut, jetzt erwarten Analysten, das ist Analyst Consensus, für das kommende Jahr, da muss ich sagen, da schüttel ich jetzt mit dem Kopf, ich weiß nicht, wie sie auf diese Zahl kommen,
Aber laut Jardini erwarten die Analysten im Durchschnitt einen 253er Wert. Erwartet. Das heißt nochmal ein Wachstum von 15%. Wundert mich insofern, als dass ich keine Analysten kenne, die so hohe Zahlen haben, geschweige denn im Durchschnitt. Jardini selbst rechnet mit einem Gewinn von 235 Dollar Gewinn je Aktie im S&P 500. Warum das so signifikant ist, wenn wir uns einmal, wenn wir uns mal angucken, wir haben den S&P 500 aktuell auf 3.815 Punkten. Also der Gewinn dieses Jahr ist so ungefähr 220 Dollar. So, der Kurs geteilt durch Gewinn, das heißt, wir haben aktuell einen Kurs von 3.815 geteilt durch Gewinn von ungefähr 220. So, was kriegen wir? Wahrscheinlich irgendwas von 18. Ne? 3.815, erstmal 2.000 getippt, geteilt durch 220, 17,4, 17,34. So, roundabout ist das Ergebnis, was wir bekommen. In Ordnung. So, wenn man jetzt sagt, aber die Gewinne, wie ich es gerade vorgelesen habe, werden meinetwegen 235 sein oder nein, 250 sein, dann sinkt natürlich unser KGV ungemein. Ich rechne mal mit 250, 3.815 geteilt durch 253 gibt ein KGV von 15. KGV von 15, wenn man sich so die Verläufe des KGVs des S&P 500 anguckt, dann muss man sagen, 17 ist der Durchschnitt, 15 ist echt günstig. 50 ist billig. Das heißt, es gibt vielleicht einen Grund, warum diese Aktien gekauft wurden. Weil der Markt so günstig war, weil er historisch günstig war. Und jetzt muss man Folgendes dazu sagen. Es gibt ja die Skeptiker, dazu gehören zum Beispiel Bank of America, aber die allergrößten Skeptiker sind ja Morgan Stanley. Die sagen ja, die gehen davon aus, dass im Jahr 2023 die Gewinne der S&P 500 Unternehmen in Richtung minus 20% gehen. Das ist so deren Base Case. Im wenigsten Falle, also wenigstens gehen sie 10% zurück. Ah, okay. Jetzt lass uns mal mit 20% rechnen. Ich habe das Spiel zwar schon mal mit euch gemacht. Also 220 mal 0,8 ergibt 176. So, jetzt rechnen wir mal 3.815 geteilt durch 176 macht ein KGV von locker bummelig 21,6. Halleluja. 21,6, das ist ein KGV. Das haben wir nicht mal bei den Hochs gesehen, Ende des Jahres 2021. Da habe ich immer mal erzählt, also die KGVs sind historisch hoch. Deswegen gibt es auch gerade so eine große Varianz und es gibt so viel hin und her. Denn die einen sagen, nee, wieso? Wir kriegen eine ganz milde Rezession, wenn überhaupt. Die Inflation wird fallen, das ist so Best Case. Dann wird die Fed die Zinsen sowieso senken und dann geht das alles seinen sozialistischen Gang. Die anderen sagen, haha, nee. Wisst ihr was? Wir kriegen eine Rezession, die Inflation wird aber gar nicht so stark runtergehen und deswegen wird die Fed die Zinsen oben lassen und dann haben wir das richtig große Problem. Und zwar weniger Gewinne und weiterhin höhere Rendite für das risikolose Geld, was man anlegt, nämlich in die US-amerikanischen Anleihen. Und da sind wir eigentlich bei dem wichtigeren Thema angekommen, nämlich die Rolle der Anleihen. Was Goldman Sachs jetzt heute gesagt hat, das ist so die neueste Warnung. Sie haben eigentlich bis jetzt, sind sie von einem Wachstum von 3% im Jahr 2023 ausgegangen. Jetzt sagen sie, im Jahr 2023, wenn es dieses sogenannte Soft Landing gibt, gibt es ein Wachstum von 0%. Wenn es aber zu einer Rezession kommt, Verzeihung, Minus, das soll hier Minus heißen. Minus, ach Mist, das verschwindet von alleine. Also 3% haben sie erwartet für 2023. Wenn es aber zu einer Rezession kommt, dann minus 10%, was die Gewinne angeht. Also immer mehr Großbanken sehen, die Rezession wird kommen und die Gewinne gehen zurück. Allen voran aber auch, weil die Margen schrumpfen. So, jetzt geht es aber nicht nur darum, dass wir uns angucken, was macht das KGV, sondern es gibt ja noch eine andere Komponente. Das habe ich euch aber auch schon mal erklärt. Könnt ihr euch noch an das sogenannte EQRP
Equity Risk Premium erinnern. Habe ich schon mal vorgerechnet. Und für diejenigen, die jetzt sagen, Equity Risk Premium. Hamid, es ist redundant. Wir blenden euch das extra nochmal ein, damit ihr euch das nicht nochmal angucken müsst. Aber die Rallye kommt genau wegen dieses Equity Risk Premiums zustande. Obwohl die Analysten sagen, die Gewinne gehen zurück, konzentriert sich der Markt eher auf diese Komponente. Meiner Meinung nach, Leute, das ist meine Meinung. Es ist nicht, dass irgendjemand das im Internet erzählt und ich euch das erzähle, sondern das ist meine Interpretation. Ihr müsst euch immer klar machen, meine Interpretation kann völlig falsch sein. So, was ist denn meine Interpretation? Beim EQRP, vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, es wurde gerechnet, es gibt mehrere Arten, das zu rechnen. Eine relativ einfache Art ist 1 geteilt durch KGV mal 100 minus risikolose Rendite. So, und das, was ich euch damals vorgerechnet habe, ist, wir hatten damals, lass mich das mal alles hier ein bisschen weiter hochschieben, ich brauche Platz. So, Kumpel, du musst auch höher. So, und du auch höher. So, jetzt. Nehmen wir Ende 2020. Wir hatten KGV von 20. 1 geteilt durch 20 ergibt 0,05. Mal 100 ergibt 5. 5 minus 0 ist gleich 5. Einverstanden? Minus 0 ergibt 5. Risiko, die Rendite, oh, das war 1. Stimmt ja gar nicht. Die Rendite der 10-jährigen Anleihe war ja 1. Also Equity Risk Premium war 4. Okay, was haben wir denn aktuell? Jetzt haben wir aktuell 1 geteilt durch, nehmen wir 18 mal 100 minus, was haben wir, 4,5%. So, 1 geteilt durch 18 ergibt 0,05 Periode. Die Frage ist, glaubt ihr mir, dass ich das jetzt im Kopf gerechnet habe oder bin ich schon aufgeflogen, dass ich das vorher hinter den Rechner getippt hatte? 0,05 Periode, 0,00, oh Kinder, habe ich mich doch verschrieben, 0,05 Periode mal 100 minus 4,5, also es gibt 5,5 minus 4,5, 5,5 minus 4,5, Equity Risk Premium aktuell ist 1, obwohl diese Kennzahl höher ist, die ist 5,5. Die war vorher hier eine 5. Das Problem ist, dass die risikolose Rendite uns einen Strich durch die Rechnung macht. Und ich glaube, dass sehr, sehr viele im Markt Folgendes sagen. Ah, Jerome, das, was ich euch vor einer Woche gesagt habe und ihr ganz schön rumgehatet habt, nämlich, dass ich euch gesagt habe, ich glaube gerade dem Markt nicht, dass er den Ausverkauf wirklich durchzieht, denn Herr Paul hat nichts Neues gesagt. Im Grunde genommen hat er nur versucht, durch eine taubenhafte Message, die bedeutet, wir werden sehr bald die terminale Zinsrate erreicht haben, durch Verbalgymnastik sie wieder zu relativieren, damit die Aktien nicht so stark steigen. Denn das, was der Markt gerade spielt, ist, Alter, ob jetzt hier eine 20 ist oder ob hier eine 18 ist, ob hier eine 15 ist oder was auch immer, das spielt für mich keine so große Rolle. Ich glaube, Kumpel, du kommst runter. Ich glaube, du kommst runter. Du gehst zum Beispiel, weiß ich nicht, in Richtung 3. Das bedeutet also, dass Equity Risk Premium wieder nach oben steigt. Und dann werden Aktien wieder interessanter werden. So, und jetzt zum wirklich 50. Mal auf diesem Kanal. Es bleibt dabei. Wenn man sehr langfristiger Investor ist, dann kann man sagen, okay, laufen, das soll der S&P 500 sein. Es gab die eine Abwärtswelle, dann gab es noch einen hoch, noch einen runter, nochmal einen hoch und dann gab es diese Welle. So, jetzt sind wir ungefähr da. So, ja, wenn keine zusätzlichen Probleme, Risiken und sonstige Sachen passieren sollten, haben wir vom aktuellen Kurs noch ungefähr minus 20% Bewegung. Dann werden Aktien aber auch sehr günstig, wenn keine anderen Probleme passieren. Verschärfung der Krise dieser aktuellen Blockstaaten. Westliche Allianz versus östliche Allianz, um nur ein Beispiel zu nennen. Oder aufgrund der globalen Erderwärmung, dass es zu größeren Problemen kommt. Oder noch eine Pandemie, oder was ich nicht, woran ich nicht denke.
dann werden Aktien sehr günstig sein. Deswegen habe ich euch hier gesagt, also wenn ich jetzt gar keine Aktien hätte, würde ich schon mal Fuß reinsetzen, aber jetzt nicht erwarten, ja, ich habe das tief gekauft. Sondern nee, ich kriege vielleicht noch tiefere Kurse. So, jetzt kriegen wir gerade diese Bewegung. Freunde der Sonne. Die Amis sagen immer so schön, anybody guess. Also alle können mitmachen. Jeder kann mitraten. Entweder ihr ratet, haha, jetzt kommen die Inflationsdaten werden besser ausfallen, die übernächsten werden auch besser ausfallen. Das heißt, die Fed wird sehr bald die Zinsen senken, auch wenn eine Rezession kommt und die Gewinne der Unternehmen zurückgehen. Das heißt, lasst mich mal einmal, komm, geh mal runter. Hier, diese, oh Mann, die Rechnung habe ich ja total verschoben. Das heißt, ach, sei nicht traurig. Es ist kein Problem. Ich kann alles neu schreiben. Das heißt, auch wenn der Kurs bei 3.800 ist und die Gewinne, keine Ahnung, auf 200 fallen und damit das KGV auf 19 geht, ne? Ja, ist ja relativ einfach. Aber wisst ihr, es ist viel peinlicher, wenn man jetzt eine falsche Zahl schreibt und dann musst du die ganze Zeit die Kommentare durchlesen. Dann lieber durch die Pein das nochmal einzugeben, auch wenn das so. Auch wenn der Kurs meinetwegen, auch wenn der Gewinn hier, weiß ich nicht, sagen wir mal, der ist bei 3.600, ich übertreibe jetzt, die Gewinne gehen auf 160 runter. So, geteilt auf 160. KGV ist 22,5. Sagt der Markt was anderes. In dem Augenblick, in dem die risikolose Rendite runterkommt, geht Equity Risk Premium nach oben. Und deswegen mache ich was? Ja, die Gewinne der S&P 500 Unternehmen fallen zwar, aber die Aktien können steigen. Denn das billige Geld unterstützt ja wiederum die Wirtschaft. Das wiederum führt ja dazu, dass die Aktionäre, die Investoren den Gewinn antizipieren. Also die Gewinne gehen gerade zwar zurück, aber ich sehe ja, dass die Fed die Zinsen senkt. Also die jetzt gerade schlechte Zahlen bringen, die werden nächstes Jahr Gewinne machen. Also antizipiert der Markt mitten in der Rezession steigende Kurse. Wenn ihr an diese Geschichte glaubt, alles gut. Meine Theorie ist eine andere. Meine Theorie ist, die Rezession wird tatsächlich stärker ausfallen. Und die Fed wird zwar die Zinsen senken und damit werden die Kurse nicht so stark zurückkommen, als wenn die Fed die Zinsen nicht senken würde. Aber wenn wir uns die Turnarounds angucken, die wir in den letzten Jahren zum Beispiel beim S&P 500 gesehen haben. Also, lass uns mal in den Monatschart gehen. Was war denn da eigentlich los? Hier ging QE los. Da gab es noch eine QE dazwischen. Dann kam 2011, 2012, da war schon QE 3. Dann hatten wir zwischenzeitlich die Zinsanhebung gesehen. Da mit QT wurde QT sofort gestoppt. Die Zinsen sind auf Null gegangen und dann sind Aktien wieder hoch. Hier hat die Fed wieder einen maximalen Kurswechsel gemacht. Ich glaube beim besten Willen nicht, dass wenn im Jahr 2023 eine Rezession kommt, dass die Fed mit den gleichen Tools agieren kann wie hier. Das heißt, auch wenn die Zinsen zurückkommen sollten, und das wird ja jetzt schon antizipiert, wird es nicht dazu führen, dass wir ähnlich wie, jetzt gehen wir nochmal zurück zu Yardeni, in den letzten Jahren innerhalb kürzester Zeit zum Beispiel hier, 2018 gab es keine Gewinnsteigerung. Die Fed hat unterstützt, kamen die Gewinne rein. Corona-Pandemie, die Fed hat unterstützt, die Gewinne kamen zurück. Hier 2009, total niedrige Gewinne, die Fed hat unterstützt. Und deswegen bin ich bei einem sehr skeptisch. Ich bin skeptisch, dass wir diese Gewinne aus dem Jahr 2022 nachhaltig in den nächsten 1-2 Jahren überwinden können und ich bin skeptisch, dass wir sehr bald wieder in Richtung Nullzinspolitik gehen. Wenn wir also vom KGV sprechen, der Gewinn muss ja steigen, damit Kurse günstiger werden. Oder die Fed muss Nullpolitik machen, das sehe ich auch nicht.
Und deswegen, wenn der S&P 500 sich für eine Rallye entscheidet, das habe ich euch auch vor einigen Wochen gesagt, also richtig, richtig dünn wird es dann für den S&P 500 für mich dann so im Bereich von 4,150, 4,2. Da wird es richtig, richtig dünn. Sowohl bewertungstechnisch, als auch charttechnisch, als auch was die FED angeht, denn die FED möchte gar nicht, dass Risiko-Asset-Klassen steigen. Und dann kommen noch die Unternehmen und die werden keine so guten Zahlen bringen. Und deswegen für mich, ja, Midterm-Wahlen, die kommenden Inflationsdaten, die könnten diese Rallye noch weiter anheizen. Ich bin aber nicht im Camp, dass ich euch sage, das war der Boden. Achtet bitte darauf, was die Gewinnerwartungen für das Jahr 2023 machen werden. Das halte ich persönlich am allerwichtigsten. Und deswegen muss ich sagen, die Gewinnwarnung von Goldman Sachs ist meiner Meinung nach nur der Anfang. Es werden wahrscheinlich andere folgen und dann am Ende werden auch noch die Unternehmen folgen. Unsere Interpretation. Wenn das nur für euch hilfreich gewesen ist, Däumchen, wenn Träumchen. Wenn ihr abonniert, dann stellt ihr sicher, dass ihr auch das nächste Mal dabei seid, wenn ich Frontalunterricht mache und ihr hoffentlich etwas davon lernen könnt. Vielen Dank und denkt an das Gewinnspiel und macht's gut.